So langsam wollen wir uns auch einstimmen auf die hochkarätigen Wettbewerbe, die morgen beginnen mit der Qualifikation der Herren. Und steckt der Kollege IOG das rechts von uns mit den Franzosen, Kroaten, Ukrainern und Israelis. Und für alle, die auf der anderen Seite uns gegenüber linken Seite sitzen, die können ja auch mal gerne auf den Sprung gucken. Da sind dann die Italiener bei ihrem Training zu beobachten. Genauso wie die Tschechen, die Bulgaren und die Tonga. Wettkämpfen gehen am Mittwoch und Donnerstag, dafür soll es am Tag gehen. Ja, und da sind natürlich unsere nationalen Fernsehanstalten auch hier mit vertreten. Es wird übertragen gehen in der ARD. Vierter war er bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam in der Merkel.